Willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Und heute werden wir uns endlich mal eine Base bauen und anschließend mit unseren Krebs auf die Reise und Tour gehen. Ihr habt ja letztes Mal schon gesehen, wie tief wir da gehen konnten. Da aber viele mir immer raten, mach dir mal eine Base, abhängig von deiner Kapsel, die sich jetzt mehr hier in der Richtung befindet. Habe ich gesagt, baue ich mir jetzt hier ungefähr 100 Meter tief immer eins. Dann haben wir schon die 100 Meter und können von dort aus weiter. Hier in dem Gebiet hat es viel Metall. Man findet all die Ressourcen, die man so braucht. Und deswegen würde ich die einfach mal hier bauen. Meine Community sagt euch wie immer super süß Hallo. Deswegen kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/live. Und über ein Abo würde ich mich immer sehr, sehr freuen. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich bin offen für Tipps immer gerne. Ganz wichtig, bedenkt, dass die Tipps vielleicht erst in der zweiten, dritten Folge nach dieser beherzigt werden können, weil ich produziere vor. So, ich guck mal kurz, wo mir der Untergrund besser gefällt. Ich finde eigentlich fast hier. Hier finde ich gut. Hier haben wir auch genau die 100 Meter. So ein bisschen Klippensicht. Das ist doch nice. Stell dich mal vor, man könnte wirklich unter... Aber hier ist halt die ganze Zeit dieser dumme Gegner. Ne? Ist vielleicht auch nicht so ideal. Stell dich mal vor, man könnte hier unter Wasser einfach so bauen. Stell dir mal vor, die Menschen fangen irgendwann an, unter Wasser zu bauen. Crazy. Ich glaube, das wird eines Tages passieren. Ich würde jetzt einfach mal hier meine Base bauen. So, ich gehe jetzt mal raus. Rekonstruktionswerkzeug. Was gibt es denn hier alles? Was baue ich denn eigentlich zuerst? Ich kenne mich da noch gar nicht aus. Ich habe mich da sehr... Hier, dieser Mehrzweckraum wäre doch nicht schlecht, oder? Scannerraum brauche ich noch nicht. Ich finde den Mehrzweckraum... Observatorium... Ich würde den Mehrzweckraum nehmen. Seid ihr auch alle dafür? Ja, seid ihr. So, dann gucken wir mal, wo wir den überhaupt hinplacen können. Machen wir den hier hin. So. Mehrzweckraum. Dann kommt auf jeden Fall eine Luke. Brauchen wir auch. Und dann können wir da schon mal rein. Dann... Ah, dann brauchen wir auch erstmal hier oben wieder, damit wir Strom haben, dieses Solardings. Wo war das denn? Solarmodul? Da fehlt mir. Was fehlt mir dazu? Quarz. Finden wir irgendwo Quarz? Ist das da gerade zufällig Quarz? War das Quarz? Es war Salzablagerung. Okay, dann suchen wir das schnell, weil das mache ich jetzt direkt einmal. Wo ist meine Motte hier? Ich gucke sonst einfach mal kurz, ob in meiner Motte das noch drin ist eventuell. Quarz ist in der Gegend viel, das ist sehr gut. Ich guck trotzdem schon mal, ob ich hier vielleicht doch noch was drin habe. Jo, ein Quarz habe ich. Aber ich brauche zwei Quarz, oder? War es ein Quarz oder zwei Quarz? Gucken wir mal. Wäre ideal, wenn es jetzt schon hätte. Ich glaube, es waren zwei. Ein Quarz, zwei Quarz. Es waren leider zwei. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Hier soll es ja irgendwie viel geben. Das wäre schon mal nice. So, wo ist denn mein Plüsch-Plüsch? So. Quarz befindet sich vielleicht sogar hier überall. Ist das Quarz? Das war, glaube ich, kein Quarz. Das war Gold. Das nehme ich aber auch sehr gern mit. Okay, zwischen den Roten, sagen die Leute, hat es hier. Dann lasst uns mal klupschen, 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 klupschen im Sauseschritt. Oh ja, ich klupsche gern mit. Das war aber Salz. Titan. Quarz bis jetzt nur ein. Findet man immer auf offenen Feldern. Okay, gut zu wissen. Man lernt nie aus. Die Profis sind schon am Start. Die Profi-Gnus. Packen wir trotzdem mal ein bisschen von dem Titanzeugs rein. Und ein paar von euch meinten, ich brauche eigentlich dieses Messer gar nicht mehr, weil ich habe ja jetzt diese Klinge. So, offenes Feld. Also die hängen nicht, Quarz hängt nicht an der Wand. Das ist alles Salz, glaube ich.
Oder könnte das auch was anderes sein? Salz. Das ist alles Salz. Sieht man besser von weit oben. Okay. Meine Base, Base, Base. Oh, das ist doch... Ist das Quarz? Nee, ist wieder so ein Exploding Ass. Ups. Was ist denn das? Das muss sofort gescannt werden. Ach, das hatte ich schon. Ich dachte, es wäre was Besonderes. Salzablagerung. Ist auch wieder Salzablagerung? Ja. Da war gerade Quarz. Was ist das hier? Habe ich das schon geöffnet? Nee, oder? Nee. Ach, nice. Findet man einfach so zufällig mal hier. Zeitkapsel. Geil. So, wo ist meine Motte? Wo ist meine Motte? Ah, da. Das altbewährte Problem. Meine Motte. So. Mein Inventar ist schon wieder voll. So, wo habt ihr jetzt Quarz gesehen? Wie sieht denn Quarz aus? Wenn ich wenigstens wüsste, wonach ich gucken muss. Ein Scanraum? Ja, definitiv. Das wird ja hier wahrscheinlich kein Quarz sein. Quarz sieht wie ein Diamant aus. Silbererz. Ah, okay, das sind diese Diamantensplitterchen, ne? Zackig. Zackig, aber. Ich glaube, dass es da unten halt was gibt, ne? Oder ist wieder so ein Arsch, der explodiert, glaube ich. Hallo, Ada. Yes. Es ist nicht voll. Mein Inventar ist nicht mehr voll. Hä? Wo habe ich denn jetzt die her? Hä? Was ist denn das hier für ein Fehler? Hä? Habt ihr das gesehen? Was war denn das für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Wo ist meine blöde Motte? Da. War das ein Bug? Achso, die Backe, die du von der Zeitkapsel bekommen hast. Ah. Okay. Ah, okay. Aber das ist cool. Voll viel Pirscherzähne. Das ist doch sehr, sehr gut. So, jetzt kann ich zurück zu meiner Base. Ich habe mich schon gefreut, dass es buggt. Und dann machen wir nämlich hier jetzt das Ding hin. Scannerraum. So, jetzt haben wir nämlich Strom. Yes. Geil, wenn es doch nur so einfach wäre im Leben. Danke, danke. So, jetzt erstmal gucken, was haben wir noch so? Verstärkte Strukturen verhindert das Eindringen von Wasser. Brauche ich das jetzt schon? Hier denn noch so? Kommunikator. Ich brauche auf jeden Fall einen Wandspind und ihr habt gesagt, auf jeden Fall einen Fabrikator. Oder was brauche ich jetzt hier am dringendsten?
Außer eine schöne Kleewand. Die ich hier trotzdem gerne hin hätte. Ich kann nicht aufhören zu dekorieren. Ich brauche ein Fenster. Ich fühle mich hier nicht wohl. Da, ein Fenster will ich. Noch ein Fenster. Noch ein Fenster. So, ein Fabrikator brauche ich, sagt ihr, ne? So, machen wir uns jetzt einen Fabrikator. Da fehlt mir jetzt aber Titan und eine Tischkorallenprobe. Die Tischkoralle habe ich auf jeden Fall in meiner Homebase. Deswegen holen wir die uns jetzt noch, die anderen Materialien, Ressourcen. Und machen jetzt einen Transfer. Und wenn ihr irgendwo Schrott seht, kann ich das direkt mitnehmen für Titan. Das wäre halt nicht schlecht. Liegt doch 100 pro wieder irgendwo extrem viel Schrott rum. Schrottfragment kann ich nicht nehmen. Oder, ey, nimm das Schrottfragment. Achso, das muss ich wieder scannen, ne? Oh Gott, Hilfe, nein. Lass mich in Ruhe. Na. Ah. Kann ich hier bitte auch einfach das Zeugs einsammeln? Gib mir mein Schrott zurück. So, sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen mehr Schrott. Ich brauche jetzt ganz viel Titan. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Wo ist meine Motte? Ich vergesse die Motte immer wieder. Wir gehen mit der Motte natürlich. Let's go with the Motte. Schon cool, wenn man so ein paar Bases hat. I like. So. No Man's Sky. Oh Gott, ja, das habe ich auch schon gespielt. Das ist auch echt ein krasses Game. Vor allem, weil man da ja auch zufällig bei No Man's Sky auf zufällig generierte Inseln kommt. Das ist schon extrem cool. So. Wie schön. Die Mod ist gleich leer. Die lade ich jetzt kurz. Ich habe eine Ladestation da hinten. So. Findet ihr eigentlich den zweiten Teil besser oder den? Da scheiden sich ja immer so die Gnus. Die Knuli-Geister scheiden sich da immer. So, erstmal Kommunikator machen wir, nachdem ich das gemacht habe. So, was haben wir hier? Kleiner Behälter. Quarz wäre bestimmt nicht schlecht. Das ganze Gold. Die Zähnchen sind halt extrem viel wert, glaube ich. Ist gut, dass ich die habe. Und den Schrott sollte ich vielleicht auch gleich mal zu Titan machen. Aber wir gucken erstmal, wo ich dieses... Wo habe ich dieses... Ich habe dieses orangene Ding hier irgendwo drin, das weiß ich. Ich habe das irgendwo... Habe ich das eingepackt. Da, und zwar ganz viele. So, und dann könnte ich nämlich theoretisch jetzt den Fabrikator... Kann ich jetzt bauen, ja. Okay, dann können wir zurück. Das wäre auch nicht noch ganz cool. Und Fasergewebe. Was brauche ich denn für Fasergewebe? Ist aber auch nicht so wichtig. Ich habe dann, glaube ich, alles, was ich sonst so brauche. Dann können wir eigentlich schon, wenn die Ding geladen hat, mal rübergehen. Nehmen wir noch so ein paar Wasserdinger mit. Komm her. Mann, der Blasenfisch, der will schon wieder nicht. Ja. Dann hole ich jetzt meine Motte. Die muss jetzt genug geladen haben. Ich finde 100% den ersten Teil besser, echt? 100%. Was habe ich denn eigentlich hier noch so drin? Ich habe doch noch irgendwo eine Kiste. Das war ja das hier. Nee, ich brauche die nicht umbenennen. Genau, das war das hier. Gold, Gold, Gold. Aber sonst passt das alles. Was halt hier gut ist, du hast halt diese Blasenfischchen hier, die dir Wasser bringen. Sollte schon noch ein bisschen laden lassen. All systems online. Sollte es noch ein bisschen laden lassen. Welcome aboard, Captain. Ja, dann fahre ich jetzt damit. Ich habe ja noch genug Batterien. Wie finde ich denn jetzt eigentlich meine alte Base wieder? Der war doch da irgendwo. Meine alte Base hat ja noch gar kein Signal, in dem ich es finden kann, oder? Fällt mir gerade so auf. Aber es war irgendwo in der Richtung. Ich habe den Krebs schon, ja. Den habe ich.
Ja, die Fische, also mit dem Wasser, ich denke, dass man irgendwann später sich selber Wasser erstellen kann. Nehme ich mal an. Das wäre schon nice. Das würde ich sehr begrüßen. Aber jetzt können wir ja gleich eh Sachen erstellen, wenn wir zu der Base gehen. Die war irgendwo hier. Das ist ein sehr guter Platz hier, finde ich. Da ist auch eine Kapsel. Da waren wir aber mit Sicherheit schon drin, nehme ich an. Ja, definitiv. So. Hier muss es irgendwo gewesen sein, auf 100 Metern. Hier ist das Raumschiff. Puh, ist ganz schön dunkel. War das nicht irgendwo hier? Ah, da. Kann ich dem auch irgendein Signal geben, damit ich das auch irgendwie immer wieder finde? Müsste, oder? So. Packen wir das dann mal hier hin, und zwar das hier. Geil. Was brauchen wir hierfür? Ich würde auch einen Kommunikator hier gerne hinpacken. So. Und ich würde gern... Ein Spind wäre auch nice. Spind mache ich noch. Unbedingt. So, Spind. Oh, emailliertes Glas wollte ich doch auch noch für irgendwas haben. Moment mal, warte mal. Was war nochmal emailliertes Glas? Modifizierungsstation, fortgeschrittene Modifikation von Überlebensausrüstung. Aquarium. Den Spind hätte ich gerne. Energietransmitter, hört die Reichweite einer Energiequelle. Industrielle Beleuchtung für Umgebung. Scheinwerfer, ist auch geil. Außenbeetkasten, das habt ihr mir auch sehr empfohlen. Aber das muss wahrscheinlich raus dann, ne? Das kann ich draußen machen. Wärmekraft. Und was ist das? Eine befestigte Luftpumpe pumpt Sauerstoff von einer Basis mit Aktiva. Das brauche ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich würde der Ladedock für die Motte auch in einer Base bauen. Auf jeden Fall. Den Ladedock brauchen wir. Ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn wir hier... Tauchdock ist es, ne? Scanraum. Und ich glaube, wenn wir hier auch mal ein bisschen ausbauen. Ich kann doch bestimmt auch hier so einen Tunnel bauen, wo dann quasi mein Ding hinkommt. Aber ich mache jetzt mal hier ein paar Spinte rein. Weil ich mache das irre, dass ich so ein schlechtes Spindmanagement habe. Das mache ich jetzt erstmal. So ein paar Spintis, die ich auch beschrifte. Dass wir hier endlich mal so ein bisschen Ordnung haben, weil das macht mich wirklich irre. Verdammt, ich brauche Titan. Ich hole mir kurz meinen Titan. Okay. So, ein bisschen Management hier mal. Ja, ja. Ja, ja. Quarz! Es kann nie genug Quarz geben. Seemottenschrottfragment. Sehr schön. Ich sammle das jetzt alles ein. So. Das brauche ich auch. Sehr schön. Metallschrott. Ach, schon wieder alles voll. Okay. Wie kriege ich denn in meiner Base ein Signal, dass ich das funken kann? Viel Titan in Höhen liegen. Sehr gut. Ah, mit der Signalboje. Okay, sehr nice. So, ich benenne es jetzt um in Nahrung plus Wasser. Oder machen wir einfach Nahrung. Dann wird es nämlich hier. Hier kommt einfach alles an Material rein, wie Quarz und Co. Und hier, was kommt da rein? Keine Ahnung, Batterien, Ausrüstung. Dann haben wir das einfach erstmal so. So. Was kann ich noch brauchen, Leute? Spind haben wir jetzt. Ein Innenbeet wäre auch geil. Ihr wolltet noch, dass ich die
Mottebau, oder? Biorektal, Kombination. Was ist denn noch sinnvoll? Schrott. Verstärkt die Strukturen, verhindert das Eindringen von Wasser. Das brauchen wir eh nicht. Auf jeden Fall Backseaten, ja. Bitte. Es sieht langsam so aus, ja, als wäre hier ein System. Ich glaube, das Bett ist ja nur Dekoration. Also ich will jetzt wirklich die Sachen, die mir was bringen. Muss ich es verstärken? Also bricht es hier irgendwann zusammen oder ist es noch nicht relevant? Genau, eine größere Tasche hätte ich gerne. Wie geht denn das? Geht das? Wie kriege ich eine größere Tasche? Lichtstab, Schubkanone, Gewehr, Konstruktionswerkzeug, Auftriebskörper, Pfadfinder. Ich hau mal die Signalboje hier jetzt rüber raus, kurz. Nur wenn du die Glaswände verbaust. Okay, aber es sollte jetzt ja gehen, oder? So. Du Arsch. Muss ich die hier oben hinpacken oder wie mache ich das? Lass die einfach los. So, nice. So, die mache ich einfach hier hin. Flieg, kleines Flieg. So, nice. Im Bett kannst du die Nacht überspringen. Oh, ja, dann brauche ich das auf jeden Fall. Hallo. Ja, bitte. Ich will die Nacht überspringen. Ich hasse das. Ich will auch meinen Post immer irgendwo hinhängen. So, schön. Bam. Hübsch. Ja, bitte. Da hätte ich echt Lust drauf. Ich will die Nacht überspringen. Bett. Aber wenn schon ein Doppelbett. Fasergewebe muss ich jetzt erstmal machen. Wie mache ich Fasergewebe? Ah, aus diesen grünen Dingern. Holen wir uns Fasergewebe. Und wir holen uns... großes abgestürzte Schiff. Und wir holen uns Schrott. Wenn du etwas Neues baust, wird oben links die Höhlenstärke angezeigt, weil die bei 0 ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass es jetzt einbricht, oder? Also ich komme jetzt nicht zurück und habe das Problem, dass es eingebrochen ist. Batterieladestation. Oh! Na, geht doch! Das finde ich jetzt aber fresh. Kann ich meine ganzen leeren Batterien mal endlich aufladen? Schon wieder voll? Ach komm. So, dann fliegen wir jetzt zurück. Schwimmen, nicht fliegen. So. Es wird dann geflutet, es kann passieren. Also muss ich es verstärken. Muss ich es verstärken? Die Base wird dann nur geflutet. Ist ja nichts weiter. Okay, also wenn ich die verstärke, passiert es nicht mehr, oder? Noch ist deine Basis safe. Okay. Das wollte ich hören. Ich würde vielleicht sogar die Seemotte auch abbauen und die dann dort bauen erstmal. Oder ich lasse die hier. Ist gar nicht schlecht, wenn ich die hier lasse. Ich lasse die erstmal hier. So, jetzt genau die Fasern hier brauche ich. Mit meinem schönen Messer. Mein Inventar ist natürlich voll, ja, klar. Wie sollte es auch anders sein? Habe ich ganz vergessen. So, Titan. Finde ich schade, dass der Titan sich nicht einfach stackt. Kann ich daraus noch direkt auch Faser machen? Ne, Faser brauche ich ja noch, ne? Brauche ich diese oben. Packen wir einfach ein bisschen Titan hier rein, wir haben jetzt genug. Und das kann ich eigentlich auch nehmen, aber brauche ich gerade nicht essen. Ich brauche wieder Wasser. Ich hole mir kurz ein bisschen Wasser, weil Wasser haben wir hinten auch nicht die Möglichkeit uns zu holen, weil die Fische es hier nicht gibt. Wo sind die? Hier, komm her. Komm her! So, wo sind die? Was sind das für weirde Geräusche schon wieder? Verdammt.
So. Dann machen wir die kurz alle und dann hole ich mir die Ranken. Stimmt, Titan habe ich noch in der Höhle, ne? Das kann ich dann sonst auch noch abholen. Ja, was ist denn das? Warum kleben die denn an dem fest? So, mache mir Wasser. So. Yeah! Trinken, trinken, trinken. So. Dann holen wir jetzt die Fasern. Und dann gehen wir wieder zurück zur Signalboje. Ui! Reicht doch, oder? Brauche ich nochmal. Ich glaube, das reicht. Brauche ich zwei? Bin mir nicht sicher. Mal gucken, ob das reicht. Ich mache das direkt mal hier. Genau, ich spiele das Spiel am PC. So, Faser. Zwei brauche ich ja tatsächlich. Ach, ärgerlich. Aber gut, dass ich es gesehen habe. Kupfererz. Ich pack das mal in die anderen Sachen rein. Die muss ich auch noch alle rüber transferieren. Diese ganzen Deko-Sachen hier. Ach, da ist ja noch eine drin. Dann nehme ich die einfach. Flupp. So. Dann nehmen wir die noch rüber. Fehlt noch eins. Ein Platzi. Komm, ein Platzi noch. So. Wenn du eine Dockstation in eine Basis packst, dann ist ja auch die Gefahr größer, dass das Wasser reinsteigt. Ja, das stimmt. So, ein Fasergewebe. Was brauchen wir noch? Tür. Oh, eine Batterieladestation. Das hätte ich halt auch echt Bock, ne? Die würde ich echt gern machen. Das wäre super. Aber wir wollten jetzt ja erstmal... Was ist das hier? Energiezellen-Ladestation. Boah, das ist krass. Das ist krass. Genau, wir müssen jetzt aber erstmal unser Betty machen. Bett können wir jetzt machen. Ich hätte aber auch echt Bock auf diese Ladestation hier noch. Auf die Batterien-Ladestation. Wie kriege ich den Kupferdraht? Lass mich nochmal kurz gucken. Hier, Kupferdraht, Kupfererz. Das habe ich, das hole ich, das mache ich jetzt kurz. So. Machen wir uns kurz mal den Kupferdraht. Und dann brauche ich noch Kabelsatz. Wie war der denn nochmal? Kabelsatz, Silbererz. Habe ich doch auch, oder? Irgendwo. Habe ich noch Silbererz? Habe ich auf jeden Fall noch irgendwo. Silbererz. Er ist so voll am Struggle mit seinem Leben, weil die Dinger so an ihn dran kleben und keiner hilft ihm. Silbererz, Silbererz. Bestimmt in der Motte. Blei, Kupfer, Quarz. Ich glaube, dass in der Motte noch was drin ist. Komm her. So, lass mich rein, lass mich rein. Ich bin da noch gar nicht drin. Oh, jetzt habe ich die Batterie rausgeballert. Oh. Mann, nichts funktioniert. Was soll denn das? Lass mich doch rein. So, warte mal. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich bin irgendwas rausgezogen. Das sollte doch hier wieder rein. Das bringt ja hier nichts. Was habe ich denn hier irgendwo rausgezogen? Habe ich nicht irgendwo eine Batterie rausgezogen? Scheint nicht so. Habe ich nicht irgendwo noch
Hatte ich nicht noch irgendwo Kack-Silbererz, Mann? Scheiße. Gibt es auch Delfine im Spiel? Nee, ich habe noch keine gesehen. Ich habe generell noch keine netten Fische gesehen. Nur die, die nichts tun. Aber ich habe noch keine freundlichen Fische gesehen, die... So wie es mir bei Ariel immer gezeigt worden ist. Wo finde ich denn Silbererz nochmal? So. In Sandsteinwänden. Sandstein. Ain't no sunshine when she's gone. Din, din, din. She's no Sandstein. So was ist doch Sandstein, oder? Ist es nicht Sandstein? Lollipop and Rainbow everywhere. Das ist doch Sandstein. Ich sehe das hier. Ich erkenne das hier als offiziellen Sandstein an. Also wenn das nicht Sandstein ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich erwarte hier... War das sogar einer? Yay! Ich hab's gefunden. Ha! Oh nein, die wollte ich gar nicht. Raus mit dir! So, also, zuallererst... Kabelsatz. Yay! So, okay. Dann lassen Sie uns... ein Bett machen. Und zwar hier hin. Oh mein Gott, ich könnte hier nicht schlafen bei diesen Geräuschen, ne? Ich würde durchdrehen. Bett. Natürlich das Doppelbett. Kann ich das auch irgendwo drehen? Le Bette, la Chagette. Yes. Finally! We can skip the night. Yay! Endlich. So, dann wollte ich noch die Ladebattery. Ist ja richtig süß, klein. Kann ich direkt die nächste leere Kackbatterie reinpacken. So. Geil. Okay, cool. Die Fenster. Sind die noch passend? Ich glaube ja. Und hey, also Weird Flex, aber so ein Aquarium gegenüber vom Bett. Ich mach mal das Fenster weg. Weil ich glaube, dass im Endeffekt das sowieso meine Base nur schwächer macht. Und baller hier mir ein schönes Flexer-Aquarium hin. Falls die nächste Meerjungfrau am Start ist. So, und zwar mit Zero Fischen. Ich sollte hier Fische reinschmeißen. Oh nein, ich habe ihn gegessen! Das passiert mir immer, wenn ich zum Köln-Zoo gehe. Die Tiere, die ich eigentlich in die Käfige reinpacken wollte, werden gegessen. Und zwar roh. Oh nein, ich habe ihn aufgefressen. Es tut mir so leid. Oh, das Arme. Kompost. Was kann da rein? Nix. Nein, ich habe den Gelsack gefressen. Kannst du mal aufhören, alles zu fressen, was du nicht pflanzen kannst? Verdammt. So ein Innenbeet wäre doch nice. Vier Titan. Bringt mir das Innenbeet was? Ist das sinnvoll? Ich mach's mal weg. Verdammt. Okay, also, I'm pretty happy mit meiner Base jetzt. Also, ich finde das echt wunderbar. Wir fangen auch mal direkt an mit Ausrüstung. In die Ausrüstung, die Zellen lasse ich mal da. Hier machen wir erstmal gar nichts. Wir machen hier auf jeden Fall das Material mal rein. So Glas und alles. Gelsack. So. Und die Zähne. Alles Material. Ausrüstung. Finde ich, kann ich jetzt erstmal so lassen. Ist okay. So. Ah, nee, in Ausrüstung würde ich zum Beispiel auch mal das für den Zyklop rein. Das brauche ich jetzt noch nicht. Und was kann ich jetzt noch bauen? Was ist noch wichtig? Innenbeet kannst du Nahrung umpflanzen. Das ist mega. Dann machen wir noch ein Innenbeet. Ich will ein Innenbeet. Auch ein Titan. Ist hier nicht noch ein bisschen was drin? Ich hole mal das aus der Motte auch mal alles raus. So, ist die Motte auch mal leer. Oh, das ist schön. Da kannst du so richtig schön reinglotzen. So voll viel Privacy.
Innenbeetkasten. So. Und da habe ich doch so Samen von... Was fehlt denn da jetzt noch? Verdammt. Noch mehr Titan. Was? Okay, hole ich gleich. Habe ich da noch mehr, was 0 ist? Alles auf 100. Okay, dann kann ich nämlich die Batterien in die Ausrüstung packen. So. Und die Materialien hier, die ich habe... Boah, ja, ist ja gut da draußen, ey. Ey, es war echt kein guter Platz hier. Ist ja voll gruselig. Ich würde hier nie schlafen. Ja, ich baue noch ein paar Räume. Ich bin gerade ein bisschen knapp auf Titan. Brauche ein bisschen mehr Titan. Ist genau gesehen, Quarz. So, wo ist denn... Lass mich! Wo ist denn die dumme abgestürzte Base? Da. Da kann man immer wieder farmen gehen. Das ist echt cool. War eine sehr gute Empfehlung von euch, dass ich hier meine Base baue, Leute. Titan. 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 Kann ich hier bitte was scannen? Wo ist meine Taschenlampe? Wo ist meine Taschenlampe? Ich habe doch eigentlich eine Flashlight. Give me the flashlight, so I can take you for a ride. Die sehen mich ohne Licht gar nicht, die Dinger, ne? Ist voll gut. Hau ab. Hau ab. Sonst kann ich ja auch mal in die Höhle da hinten reingehen. Ich gehe mal in die Höhle rein. Da ist eine Höhle, da gehe ich gleich mal rein. Ich glaube, da gibt es genug Zeugs für mich. Luft schnappen. Und dann rein da! Diese Geräusche machen mich ein bisschen verrückt. So, schön rein in die Tiefe. Oh mein, das ist ein bisschen tief, ne? Oh mein. Oh. I'm not sure about this. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder. Das ist mir doch zu tief. Zu tief to be true. Ich wollte eigentlich woanders reinschlüpfen. Schlüpf, schlüpf. Ich bin happy mit meiner neuen Base. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Nach 10 Stunden Gameplay mal auf die Idee zu kommen, meine eigene Base zu bauen. Ich bin stolz. Gibt's ja gar keine Steine, ey. Verdammt. Ich nehme mal meine Motte, das macht so keinen Sinn. 30. Zeig mal Arsch. Wenn du einen Arsch sehen willst, dann schau einfach in den Spiegel. So. Da hat's vielleicht was. Geh mal kurz dahin. Ich mach das mal hier alles. Oh ja, Kupfer. Hat sie auch Titan? Oh, Silbererz. Yes. Ich sammle das trotzdem hier mal alles so ein. Ich glaube, das ist... Oh, genau, hier wollte ich rein. Hallo, ich war vorhin schon mal da. Irgendein Ei geklaut. Hallo? Ist das alles irgendwie gruselig hier? Was ist denn das? Rote Wiege? Ah ja! Keine Ahnung, was ich da gerade einsammle. Ist mir egal! Sehr Anemone! Ja, wer sich hier unhöflich benimmt, der kriegt auch dumme Antworten. Also so eine dumme Frage. Deine Mami wäre sicher stolz auf ihren Sohn, wenn sie wüsste, dass er so eine Scheiße bei anderen Frauen in den Chat schreibt. Ey, Finger weg von meinem Schiff! So. Das Ei kannst du ins Aquarium tun. Oh, echt? Moment mal. Aber ich will es nicht essen, ne? Ich will es einfach nur reinpacken. Yes.
So, habe ich da irgendwas? Hier, so, Aquarium. In Behälter wechseln. Nee. Hat das Ei? Nee. Hat das Ei? Nee, geht nicht. Kann da nichts reinpacken hier. Ich hole mir jetzt einen Fisch gewaltsam von draußen und steck den da rein. So funktioniert es nämlich im Leben, Leute. Den anderen scheiß Kreaturei. Wieso geht es da nicht rein? Ich will das Ei da reinstecken. Ist das Nahrung? Kann man das essen? Nee. Da brauche ich einen Zuchtkasten. Und was kann ich hier reinpacken? Wahrscheinlich muss ich da auf die Insel gehen, ne? Und diese ganzen Sachen holen. Du kommst in mein Aquarium. Und du kommst da auch rein. Du auch. Einfach mal nehmen und reinschmeißen. Der Scannerraum ist wichtig, dann kannst du dir alle Ressourcen anzeigen lassen. Pack da jetzt den Fisch rein. Plopp. Plopp. Oh, schau mal, wie süß. Okay, cool. Eigentlich sollte ich mir ein paar Blasenfische da reinballern, oder? So. Was wollen wir noch bauen? Oh, Nahrung. Wieso gibt es hier keine Bläsleinfischchen? Wo sind die? Warum sind die hier nicht? Hä? Wo sind die? Warum haben die hier keinen Bock drauf? Die kleinen Blasi-Hasis? Mach mein Aquarium jetzt voll. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Du wirst gescannt. Kann ich nicht. Aber es sieht hässlich aus. Nehme ich trotzdem mit. Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist zu groß. Was gegen Blasi? Und jetzt genau, wo ich Blasi-Hasi sag, kommt Hasi in den Chat. Wie geil. Ich muss immer dann denken an den Namen, wenn ich den sag an dich. Oh, wie witzig. Blasi-Hasi ist da. Nee, es gibt einen Blasenfisch, weißt du? Und ich habe mich schon gefragt, was denn seine Stärken sind. So, mein Aquarium ist voll. Look at this. I'm happy. Was kann ich hier ins Beet einbauen? Wie funktioniert das? So, tell me. Hasi. geil. Bioreaktor. Was bringt mir jetzt noch offiziell hier irgendwas, wo ihr sagt, boah, das ist ein Muss? Ein Tauchdock? Weiß nicht, ob das jetzt hier hin muss. Also wirklich was, wo ihr sagt, das ist für hier drin cool. Modifikationsdingsbums. Und ein Außenbeet. Genau, Außenbeet wäre ja noch cool. Innenbeet, Komposter. Wo war denn das Außenbeet? Was ist denn das eigentlich? Verkaufsautomat. Was bringt denn mir das eigentlich? Ein Schild. Eine Bank. Ein Einzelwandregal. Oh, die Wandregälchen hätte ich auch gerne. Weil ich würde gerne meine Sachen hier alle hin. Ich mache noch ein Wandregal. Ich habe jetzt die Dekoration für mich entdeckt. So, ich muss das kurz machen. Sorry. So, dafür nehme ich meine Modde und dann geht es nochmal kurz zurück. Zur eigentlichen Base. Und dann hole ich nämlich auch meine ganzen Sachen. Ich komme bei Animal Crossing nicht weiter, ich warte auf einen Gast. Wie, du kommst nicht weiter? Warum? Tell me. In einen Tunnel gibst du einen weiteren Raum und eine Basis bauen. Dadurch hast du mehr Platz für weitere Sachen. Das mache ich auf jeden Fall noch. Und das Außenbeet möchte ich noch bauen. So, Subnautica Crossing, Leute. Subnautica Crossing. So. Ba, 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 ba. Modifikationsteil. Das habe ich schon, glaube ich. Was sind das für ein Gast, von dem du da sprichst? Ich mache jetzt auch mal die ganzen doofen Kisten leer. Wir haben jetzt ja Spinte. Spinte. Ey, dieser arme Fisch, ne? Die hängen dem am Arsch. So, okay. Dieses komische Kreaturenei. Ich würde mal das auf jeden Fall mitnehmen. Und das. Und die Poster. I need the poster. Ja. So, dann ist es so gut wie leer. Jetzt packe ich schon mal hier meine Mödde.
transferiere das jetzt alles in meine Main Base. Bam, 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 bam. Alles rein da. Bring me a dream. Bom, 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 bom. Diese komischen Seeanemonen müssen weg. Und das mache ich auch weg. So. No sunshine when she's gone. So, das lasse ich mal. Was ist das hier? Ja, oh, ja, oh. Oh, da habe ich auch, da habe ich Pflanzensamen. Da können wir es pflanzen. Da ist doch mal den Fisch in Ruhe. Mein Gott, das erinnert mich so an die Szene. Da war ich einmal im Bootshaus. Da war der arme Sarasa. Und der wollte gehen und die Frauen hingen an dem, so wie die an diesem Fisch. Die haben richtig an den gerissen, wo ich mir auch dachte, mein Gott, was ist denn da los? Ein Blutölei. Ih, das hört sich so eklig an. So. Ein Blutölei. Okay, so, dann transferieren wir das nämlich mal. Ich ersticke gleich. Gibt's hier noch irgendwie? Titan brauche ich, das ist wichtig. Standard-Tauchflasche braucht kein Mensch. Gold nehmen wir mit. Batterien sind alle leer. Sollte ich eigentlich mitnehmen zum Aufladen, ne? Das wäre schon nicht schlecht. So. Gold. So, hier kann ich das nicht hinbauen. Ah, ist auch blöd. Hier noch ein Ding? Was? Flüssigkeitsaufnahme. Ups. So. Machen wir auch. Material 2. So. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 1 Million, 12, 10.000. Das Ei. Das Ei? Das Ei kommt da auch rein. So. Ich gehe noch mal kurz zurück. Wobei, schaffe ich das wassertechnisch schon? Ja, die Gnus rasten immer aus, ne? Sobald der Stream aus ist, geht es ab hier. Ich habe euch nicht einfach verlassen. So, jetzt kann ich nämlich hier eine Pflanze reinpacken. Oder? Ja! Ja, süß, es wächst. Es ist Leben da, endlich. Boah, ey, diese Dinger machen mich fertig. So, ich habe ja noch ganz viel Postolis. Ey, das ist so unfassbar ätzend. Könnt ihr bitte ihr Maul halten? Also es war von der Lautstärke so, als würde ich neben dem Bahnhof wohnen hier, ey. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell was zu trinken holen. Kann ich die Dinger auch einfach umbringen? So. Wir gehen jetzt ganz schnell zurück zur Base, trinken was. Und dann stelle ich mir meine Sachen auf. So. Hallo in die Runde. Nice, ist ein Dankeschön. Kleiner Tipp, speichere öfters, was Nato sehr viel Bugs hat. Dankeschön. Boah, das war echt keine gute... Also, es war von der Lage her schön, aber vom Sound her eine ganz schlechte Idee, hier seine Base zu bauen. Das ist ja unfassbar laut. Das ist ja schrecklich. Wir wussten nicht, was wir ohne dich tun sollen, deswegen haben wir uns gegenseitig zerfleischt. Das ist eine gute Sache. Geil. So. Bam, 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 bam. So. Okay, wo ist nochmal hier? Das brauche ich auch noch unbedingt. Und dann hole ich mal die ganzen Wasserfische. Als würden sie wissen, dass ich hier bin und sie brauche. Einmal sind sie alle da. Komm her, du kleiner Wasserfisch. Brauch ganz viel von euch. Guck mal, die sind hier direkt alle und warten auf mich. Die soll ich unbedingt auch ins Aquarium packen. Tun die sich da dann auch fortpflanzen? Oder wie sieht es aus? How's going? Du kannst den Krebs nehmen und den Geräusch ein Ende setzen. Das stimmt. So, erstmal was trinken. Drinken! Noch mehr trinken! Noch mehr.
Nur im Lebenshalter Zuchtbehälter können sie sich fortpflanzen. Den hätte ich gerne mal gekocht, den Reginald. Reginald frisch. So. Naja, ich lebe wieder. Hier diese Löffel, das alles könnte, glaube ich, schon echt. Hier dieses kleine Trophäenbehälterchen. Nahrung, yay. So, und dann nehmen wir auch nochmal hier diese ganzen Sachen hier drin mit. Bam, bam. Bam, bam, bam. So, das haben wir zweimal, das brauche ich jetzt nicht. Und dann hole ich mir noch ein bisschen frisches Wasser aus dem Meer. Und dann... Wo sind die denn? Da. Ein paar von denen noch. Boah, das sind ganz schön viele. Es gibt jetzt keine Unterwassertiere mehr. Die habe ich alle eingesammelt. So, wo hat sie noch was? I need more fish. Fischi, fischi, fischi. Can't you see? Da oben schwimmt noch ein kleines Arschi. Komm her, ich nehme dich. Snack dich weg. Jetzt gehörst du mir hier, du kleines Specki. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück und gucken, was noch so geht. Und mach noch ein Außenbeet. Das hat sich gereimt. So soll das sein. Wasser, Leute. Wasser bei der Hitze. Important. Signalboje. Oh. Tucker, 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 tucker. Wie süß so rumtuckert. So. Wunderbar. Neben dem Schrotthaufen, der noch irgendwie Strom abgibt und diesen blöden großen Dingern, die irgendwie nicht aufhören, die ganze Zeit hier durch die Gegend zu schwimmen und zu spawnen. Ganz toll. Oh nein, ein Babyweg. Kann ich die auch umbringen? Geht das? Kann man die töten? So. Erstmal diese Riesenmaschine hier. Wie groß ist die? Ah, süß. Eine kleine Kaffeemaschine, oder? Oh, es ist schnuckelig. Oh, süß. So, dann noch ein kleines Tierchen. Och Gott, es ist ätzend. Ich würde das eigentlich gerne... So, süß. Und meine kleine Aurora muss auch noch irgendwo hin. Dieses kleine süße Bötchen hier. Ist ja auch ganz klein. Das kann ich da noch reinquetschen. Kann ich dem auch die Mütze aufziehen? So, schön. Mein Fanregal. So, jetzt machen wir uns mal noch ein bisschen Water hier. Und einer von den Fischen muss raus und der andere muss rein. Von denen so viel. Ich mache da mal so ein paar. Ein bisschen mischen hier. So. Ja, ich würde den gern verwenden. Hallo? Keine Energie? Ach so, weil es jetzt Nacht ist. Ach, wie doof. Das ist blöd. Hm, das habe ich nicht bedacht. So, die sind nicht genug Energie. Ich gehe jetzt schlafen. Ich schlafe jetzt die Nacht über. So. In meiner Schlafmontur. Super. In meinem ekligen Tauchanzug, der bestimmt voll geschwitzt ist. Glaube nicht im Salzwasser, aber trotzdem. So, dann machen wir jetzt mal hier unser Wasser. Mission Fish Possible, genau. So. Yes. Geil. Wird der Fisch auch schlecht? Ich weiß es gar nicht. Ich trinke jetzt erstmal. So, dann mache ich hier mal bei Nahrung was rein. Dann haben wir schon mal unseren ersten Nahrungsfischi. Ich habe hier übrigens auch noch irgendwie eine Trophäe. Die muss ich auch noch irgendwo aufstellen. So. Was auch immer. Volles vollgestellte Regal. So, hier haben wir einmal Material. Das ist schon voll. Dann machen wir hier noch den Materialzeugs rein. Bam, 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 bam. Ach, schon voll. Oh Mann, man braucht so viel. Kann ich das irgendwie auch verschieben? Geht das?
Kann ich das verschieben? Ich würde gerne... Warte, ich mache einfach noch ein blödes Fenster weg. Dann kann ich hier auch noch mehr hinpacken. So. Dann kann ich nämlich hier einfach noch ein paar mehr... Also Spintis kann man nicht genug haben, Leute. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Die Titan habe ich aber auch nicht mehr, ne? Wird aber noch reichen, glaube ich, für einen Spind. So, wunderbar. Material. 3. Ju würde mit mir durchdrehen, wenn er das mit mir spielen müsste. Das weiß ich jetzt schon. So. Wir wollten noch ein Außenbeet machen, ne? Innenbeet, Innenbeet. Wo war nochmal das Außenbeet? Hier. 2 Titan. Die werde ich doch nochmal irgendwo haben. Ein Titan. Kein Titan. Alles nur kein Titan. Dass ich mal auf Pump für Titan gehen muss, das hätte ich nicht gedacht. Der fühlt's richtig, der Fisch. Ist in meiner Motte auch nichts mehr drin. Ja, ja. Ich finde schon irgendwo Titan. Titan. Man findet Titan überall und dann, wenn man es wieder braucht, findet man es nirgends. I. Don't poop in my way. Und mehr Räume, sagt ihr. Ja. Ihr habt ja recht. Gold, geil. Hier ist echt gut, Leute. Es war super, dass ihr gesagt habt, dass wir hier bauen sollen. Jetzt echt alles. All die Materialien, die ich sonst nie finde. Ich hatte ja noch irgendwo was Kaputtes. Ich sollte vielleicht mal wieder mit meiner Motte losgehen. Hau ab! So, sehr gut. Kann sein, dass bei den... Oh, verdammt. Verdammt. Bei diesen ganzen... Oh, oh. Ich hab schon wieder... Ah, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Bei diesen ganzen abgestürzten Raumschiffen hier, spawnt es immer wieder? Oder wie sieht es aus? Ja, oder? Also allein das hier. Oh, was ist denn das? Laserschneidfragment. Titan. Titan. Wie viel man hier eigentlich noch findet, ne? Also ich glaube, das spawnt immer wieder. Entspann dich. Oh, hi. Ja, ich baue noch mehr Räume. Ich wollte jetzt erstmal nur mich so ein bisschen daran gewöhnen und gucken, hey, wie funktioniert das eigentlich alles? Wie sieht's aus? Ich glaube, ich habe schon genug fürs Außenbeet. So. Mein Titan in der Höhle gelassen. Ich finde die Höhle nicht mehr. To be honest. Und wo packe ich jetzt mein Außenbeet eigentlich hin? Kann ich das hier draufknödeln? Oder kann ich das hier dran bauen? Oder muss das zwangsläufig hier irgendwo auf den Boden? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Das wird einigen von euch vielleicht nicht passen. Farming alien plants. Aber jetzt gucken wir mal. Was habe ich denn hier alles zum Anpflanzen? Das Ei? Die Kreatureneier? Die Höhlenschwefel-Eier? Eier?
Das ist die Frage. Kann ich diese Knödel hier reinpacken? Ich guck mal. Wir lassen das Beet jetzt so, auch wenn es euch triggert. Ich wollte es einfach mal gebaut haben. So, was passt da rein? Oh, tatsächlich. Oh, was ist denn damit jetzt passiert? Kann ich mir jetzt... Oh. Look. Look. Oh, wie süß. Cool, ich habe was angebaut. Lebt damit! Gelsack und Blütöl, Schlingpflanzen, alles. Okay. Ist das ätzend. So, ich würde sagen, die Base finde ich so erstmal super. Die bauen wir auf jeden Fall weiter aus. Jetzt hören wir uns aber mal an, was in den Kommunikator kommt. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay, heißt das jetzt, wir haben ein neues Signal? Signal? Irgendwo? Nein. Nix Neues. So, ich würde jetzt mal den Krebs auch hierher holen. Und dann können wir nämlich von hier aus weiter in die Tiefen eindringen. Wobei ich gerade nicht wirklich auf dem Schirm habe, wo wir hin müssen. Aber wir gucken mal. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich habe noch keine Haustiere. Ich habe jetzt Fische. Ja, habe ich. Fische. So. Wir holen uns jetzt den Krebsi. Das Tauchdock, soll ich das mitnehmen? Ja, ihr habt recht, ich nehme es mit. Ich nehme das Tauchdock mit und klatsche es dahin. Ich glaube, hier werde ich nicht mehr oft sein. Ich habe jetzt mich schon umgewöhnt und unentschieden. Dann muss ich jetzt auch alles wieder... Das kann ich ja auch mitnehmen, ne? Oh je, jetzt muss ich jetzt alles wieder... wegmachen. So, und weg. Und es war nie da. So, dann gehen wir jetzt da rein, bringen das auch zurück. Sonst noch irgendwelche Sachen, die mit rüber müssen? Ich glaube nicht. Wobei, dieses eine Dings hier hätte ich noch gerne. Dieses seltene, was man so schwer findet. Und Wasser. Kommen Sie, kommen Sie. Euch kann man immer gebrauchen. Immer. Immer. Oh, ganz viele sind hier sogar. Uiuiuiui. Da wäre ich ja ganz pickrig. So. Das kleine über Wasser auch, soll ich. Was ist das? Verschwende. Ah, da habe ich hier eh alles. Die komischen Cubes lasse ich mal hier. Und dann nehme ich das auch mit, okay? Kann ich denn... Ach, Inventar ist voll. Wie sollte es auch anders sein? Dann esse ich den jetzt. Inventar ist immer noch voll. Machen wir mal kurz Wasser, das brauche ich sowieso. Dann haben wir alles wunderbarst umgezogen. Vorbildlich. So. Trink, trink. Dann nehmen wir das auch mit. Immer noch Inventar voll. Wie viel braucht denn der? Wie viele Plätze? Ist doch nicht. Mikroskop. Das lasse ich mal hier. Das ist ja wirklich nur Deko. So.
Jetzt aber. Bitte. Ja. Pupp und weggenommen. So, dann bauen wir jetzt, glaube ich, gleich nochmal die Dockstation. In den Krebsi einsteigen und dann gehen wir dahin. Let's go! Da haben wir unsere Base mal ein bisschen weiter reingesetzt in eine Gegend, in der wir sehr viel Materialien haben, alles viel schneller finden, schon 100 Meter tief sind. Das war wirklich eine coole Idee von euch. Oh. So, 25 Grad. Genau, No Man's Sky habe ich auch schon gespielt. Ihr wolltet, glaube ich, wenn Subnautica fertig ist, entweder den zweiten Teil oder Satisfactory, habt ihr gesagt. Eins von beiden. Dürft ihr dann entscheiden. Oh, danke schön. Ich muss euch loben. Vor allem meine Mods, die immer da sind und in den Chat starren und gucken, dass alle nett sind. So. Ey, Kollege, willst du aufs Maul? So, endlich kann ich die mal umbringen. So, schön schwer verwundet zurücklassen. Geil. Ja, ist mein erster Durchlauf. Merkt man das etwa? Klar merkt man es. So. Genau, dann packen wir das erstmal. So, ciao. Material. Kommt da alles schön rein. Titan. Oh, stimmt. Nee, die wollte ich alle behalten. Kacke, ich wollte jetzt ja die Ladestation bauen. Oh nein. Keine Ahnung, was ich dafür alles brauche. Ich nehme es mal alles mit. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich dafür brauche. So, wollte jetzt zuallererst mal hier noch diese ist da. Ich gebe jetzt aber das Blei. Blei, Blei. So. Blei, Blei, Blei. Und einen Tunnel dran bauen. Dann mache ich zuerst den Tunnel, oder? Aber ich will jetzt erstmal die Base bauen. Ich will jetzt nicht einen Tunnel bauen und dann keinen Platz mehr haben für die Base. So. So. Hier. So, dann kommt nämlich hier oben wieder die Solar-Ding hin. Solarzelle. Was fehlt da jetzt? Titan und Quarz. Wo ist der verdammte Quarz? Quarz? Wie kann der mir denn jetzt fehlen? So. Was fehlt jetzt schon wieder? Kupfererz. Aber ich habe das doch alles eingesammelt. Ich mache den Tunnel später. Ich mache jetzt erstmal die Base. So, wo ist denn Kupfererz? Hä? Komisch. So. Dann ist das Ding doch fertig, oder? Meine Motte gleich mal reinparken. So, weil da müsste ich nämlich mein Fischbecken opfern, das sehe ich momentan noch nicht. Aber was ist eigentlich die nächste Aufgabe von der Geschichte her?
Hier spricht die Sunbeam. Wissen Sie, Aurora, wir sind von einem kleinen Transstaat am anderen Ende der Andromeda und wir haben ein Sprichwort. Alles Schlechte hat seine guten Seiten und alles Gute hat seine schlechten Seiten. Wir suchen nach einem Landeplatz. Wahrscheinlich muss ich dann dahin. Das ist wahrscheinlich das nächste große Ziel. Wir haben für heute die Base gebaut. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Story. Und erst, wenn ich genug Material gesammelt habe, also in der nächsten Folge Story, werde ich das hier noch ein bisschen weiter ausbauen, mehr Tunnel machen, mehr Räume, mehr Bases. Ich wollte jetzt einfach mal das Ganze verstehen und kapieren, was es so gibt. Und ich freue mich. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und Dankeschön für alle Tipps und Tricks, die ihr mir immer gebt, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ade.